Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute werden wir passend zur Jahreszeit eine Maronencremesuppe machen. Dafür benötigen wir auch gar nicht so viele Zutaten. Hier einmal Gemüsebrühe, Nolli Prat, Maronen, Salz, Pfeffer, bisschen Sahne, Zwiebel, Knoblauch, Rosmarin und als Deko nochmal Granatapfelkerne. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Als erstes nehmen wir einen Esslöffel Butter und lassen es zerschmelzen. Dann geben wir unsere Zwiebel samt den Knoblauch dazu und werden es erstmal glasig andünsten. So, und wenn das erledigt ist, machen wir mit den Maronen weiter. Das geben wir jetzt einfach hier mit dazu. Die sind schon vorgekocht und vakuumiert, die gibt es auch so zu kaufen. Und das erspart euch eine Menge Arbeit. Ähnlich wie bei einem Risotto werden wir das Ganze jetzt hier auch schön anschwitzen und dann einen halben Esslöffel Zucker mit dazugeben. Das Ganze dann leicht karamellisieren lassen. Und wenn ihr das jetzt 2-3 Minuten lang angeschwitzt habt, könnt ihr jetzt Nolli Prat dazugeben. Circa einen halben Glas, so 100 Milliliter ungefähr. Ihr könnt es auch mit einem normalen Weißwein tun, aber ich finde Nolli Prat wirklich sehr, sehr lecker. Dann geben wir unseren Rosmarinzweig dazu. Jetzt werden wir alles so lange anschwitzen, anbraten, bis der Weißwein quasi oder der Nolli Prat komplett verdampft ist. Eine Flasche Nolli Prat kostet ca. 13 Euro, aber ich finde, es lohnt sich wirklich und es hält auch ewig. Also vorausgesetzt, man benutzt es nur für die Gerichte. So, jetzt seht ihr schon, wie die Flüssigkeit verdampft ist. Jetzt wird Zeit, das Ganze mit einer Gemüsebrühe abzulöschen. So, und jetzt werden wir alles abdecken und für 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. So, und wenn ihr damit fertig seid, werden wir jetzt die Rosmarinzweige einfach entfernen, Sahne dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken, eine Prise Zimt dazugeben und dann alles pürieren. So, und die Suppe wäre jetzt auch damit fertig. So sieht die Suppe aus, wirklich sehr, sehr lecker. Wenn ihr keine kleinen Stückchen in der Suppe haben möchtet, weil das kann man eben nicht verhindern, könnt ihr es natürlich erstmal auch durch ein Sieb, also abpassieren. Aber ich mag das, deswegen lasse ich es so. Allerdings möchte ich die Suppe etwas dickflüssiger haben und deswegen werde ich ein bisschen Speisestärke mit anmischen. So, und die Suppe ist jetzt auch fertig. Konsistenz perfekt, Geschmack perfekt, habe es gerade nochmal probiert, wirklich sehr, sehr lecker. Ja, dann kommen wir mal zum Anrichten. So, ich habe jetzt die Suppe umgefüllt in einem Messbecher, damit es einfacher ist zum Anrichten. Jetzt könnt ihr auch sehen, was ich meine mit kleinen Stückchen. Also ich mag das, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich absieben. Was ich gerne mache, ein Teelöffel Creme Fraiche in der Mitte, dann kleine Maronenstückchen einfach hier oben verteilen. Jetzt kommen unsere Granatäpfel oder beziehungsweise die Kerne davon ins Spiel. Das Süße und das Saure passt hervorragend zu der Suppe. Es gibt noch mal so eine Geschmacksexplosion und da wir es mit Rosmarin gekocht haben, natürlich ein kleines Rosmarinzweig. Bisschen Pfeffer noch oben drauf. Und fertig ist auch unsere Suppe. Die sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch hervorragend. Und das könnt ihr euch für eure Gäste natürlich wunderbar zubereiten, weil es sieht nicht 0815 aus und schmeckt auch nicht 0815. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, falls es denn tut. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.